I saw a tiger and the tiger's old man. Do do do. Yo Leute, was ist denn jetzt? Alter, wer hat denn wo angefangen, ey? Ist doch scheiße. Yo Leute. Stell dir vor, wir wären coole Rap Crew. Yo Leute, Outdoor. Ist eine coole Rap Crew. Yo Leute, Outdoor da hier und vielen Dank für 300 Abonnenten. Hier ist das angekündigte 300 Abonnenten Special und wie gesagt, erstmal einen herzlichen Dank an die Community. Danke, dass ihr jeden Samstag einschaltet. Danke für all die Kommentare. Freut uns wirklich sehr und motiviert uns extrem weiterzumachen. Wir sind so motiviert, dass wir uns sogar Hoodies und Cappies haben machen lassen. Richtig. Ja, die Sache ist, Josh und ich sind vielleicht nicht die hellsten Lichter auf der Kerze, aber wir haben auf jeden Fall lichtes Haar und aber auch die Caps, ne? Jawohl, gut, man hat es ja bei mir schon in einige Videos gesehen. Jetzt war ich sowieso kurz. Eigentlich wollten wir als 300 Abo Special mal was Besonderes machen. Wir wollten in so eine Trampolinhalle, wollten generell als Abo Specials alle 100 Abonnenten mal was anderes machen als Biken und die Sache war, ihr solltet entscheiden, was wir dann als nächstes machen in den Kommentaren und sofern es realistisch ist, hätten wir das dann gemacht. Deshalb gibt es in diesem Video jetzt erstmal nochmal ein paar Kommentare, Pläne für den Winter und nächstes Jahr und am Schluss noch als kleiner Bonus ein Best of Funny Moments von den Outdoor-Ottern 2020. Let's go! So, das erste Kommentar ist von Silvester Vulkan. Das ist Unterhaltung auf höchstem Level. Einfach saugutes Video, muss bei deinen Videos immer lachen. Ja, so Unterhaltung ist gegeben. Das Level. Ja gut. Ansichtssache. Ansichtssache. Aber vielen Dank, Fabian. Wir freuen uns immer über deine Kommentare. Schau gern weiter unsere Videos. Wir würden uns freuen. Elias schreibt, schon bei dem Titel muss ich grinsen, bei den ersten 10 Sekunden gleich wieder lachen. Ihr seid einfach die herrlichste Idiotentruppe auf YouTube. Und das ist definitiv als Kompliment zu verstehen. Also, vielen Dank Elias und ich heiße Kevin, da ist eigentlich Idiot sowieso ein Kompliment für mich. Ja, bei mir hat er die Mutter den falschen Vornamen genommen, aber was soll's, ne? Shit happens. Jedenfalls. Vielen Dank, Elias, geiler Kommentar und da sieht man, dass ich der Höchste bin. Das nächste Kommentar von AA Explosion, aka Matze. Sau gute Videos, direkt mal abonniert. Bin auch öfter mal am Flowtray anzutreffen, aber eher noch Anfänger. So. Also mit diesem Matze will ich auf jeden Fall nichts zu tun haben. Ja, das ist nur Besauser. Ja, 100% ist das. Kein Lust auf den Typ, absolut. Hier ist das Sarkasmus-Schild für diejenigen, die unseren Humor nicht verstehen. Der war nämlich schon öfter mittlerweile dabei. Vielleicht müssen wir mit zwei Fingern aufzeigen. Die Leute verstehen es nicht so. Das könnte die Fusion von Dragon Ball Z-Schwestern. Das kann. Gotenks. Was wäre mir, wenn man fusioniere? Monte. So, das nächste Kommentar von Pedro Canaro. Oder Canairo, Pedro Canairo, keine Ahnung wie, aber du kannst ja mal eine Audio-Nachricht in die Kommentare schreiben, wenn es geht würde. Krass, wie schnell euer Kanal wächst, habe auch mit YouTube angefangen, aber bin noch am Anfang. Wäre cool, wenn ich mal mit euch fahren könnte, bin oft auf dem Erbeskopf. Ja, warum hast du da echt Trumpf? Weil du unter drauf sind. Ich hab schon gedacht, du hast Krämpfe oder irgendwas. Nee. Okay, zurück zum Kommentar. Klar, also, wenn ihr fahren wollt, mit uns mal fahren wollt, einfach mal anhauen. Ich meine, wir haben jetzt schon viele Anfänger. Jetzt, ich sage jetzt mal, wir sind jetzt eher an. Fortgeschrittene Anfänger? Fortgeschrittene? Kannst du uns doch noch nicht als Fortgeschrittene bezeichnen? Okay, wir sind keine Anfänger, wir sind jetzt Rookies. Rookies? Also wenn man das auf Digimon-Level, Level Rookie, nicht mehr Level Ausbildung, unsere Attacke ist nicht mehr Seifenblasen. Das war jetzt kleine Flamme. Wie bei Pokémon Carpador Platscher. Du bist der Carpador!
Letzter Kommentar, der mir ganz gut gefallen hat, ist von Daniel Fetzer. Warum fährst du eigentlich ein Carbon-Bike? So krass fährst du doch gar nicht. Ich muss so oft schieben, da ist es leichter. Das ist absolut richtig. Das ist der einzige Grund, warum ich ein Carbon-Bike fahre. Und unser größter Fan ist natürlich auf diesen Zug direkt mit aufgesprungen und hat hier scharf geschossen. Und da muss ich jetzt leider wieder vom Google-Übersetzer kurz vorlesen lassen. Jo, 98% ist er nur am Schiebe. Aus dem Grund Hotta Aika Shima beschichte die Gavel. Weil die Performance sonst beim Schiebe NIT gebe ich nichts sehen. Kashima heißt nicht, dass man fahren kann, sondern dass man sich's leisten kann. Nee, Spaß beiseite. Genug geflext mit meinem Bike. Ich habe das eigentlich ganz günstig geschossen und hab's mir einfach gekauft, weil es mir gefallen hat. Und der letzte Kommentar für heute von Patrick Braun. Also wenn du jetzt nichts mehr stürzt, dann gucke ich mir das nicht mehr an. Geil gefahren, geiles Video, geile Crew. Danke für das Kommentar, Patrick. Spoilerwarnung an dieser Stelle. Ich werde wieder stürzen. ja, Patrick, du stehst nächstes Jahr auf jeden Fall auf unserem Plan, dass wir mal zusammen fahren, zusammen ein Video machen. Haben wir auf jeden Fall richtig Bock drauf. Hoffen du auch. Und übrigens, dein Kommentar wurde von YouTube gelöscht. Ist mir jetzt mal aufgefallen, sobald da das Wort geil des öfteren Mal im Kommentar vorkommt, kann es passieren, muss nicht, ich weiß nicht genau, wie das da funktioniert, dass der Kommentar automatisch entfernt wird. Pläne für den Winter und nächstes Jahr. Wie bereits angekündigt, war ja das letzte Woche unser letztes Bikepark-Video. Im Winter liegt der Fokus jetzt mehr auf Touren und Technik, das heißt, die Videos werden nicht ganz so over the top. Es wird ein bisschen weniger Sprünge und alles geben. Dafür ist der Fokus mehr auf den klassischen Mountainbike-Touren fahren und etwas entdecken, so den Wald erkunden. Und darauf habe ich eigentlich auch richtig Bock, aber wie gesagt, es werden nicht diese over the top Bikepark-Videos. Projekte für nächstes Jahr. Wir haben viele Touren geplant und Roadtrips. Wir haben auch geplant, ein paar Videos mit anderen YouTubern zu machen. Da sind wir noch ein bisschen am Schreiben und Gucken. Da wird auf jeden Fall noch was kommen. Des Weiteren habe ich eine kleine Doku-Reihe geplant mit dem Alex. Die heißt Fit durch E-Bike. Der Alex will abnehmen, hat sich jetzt ein E-Bike gekauft. Und Alex, hier ist die Ansage, jetzt ist es offiziell. Es gibt kein Zurück mehr. Diese Videos werden außerhalb von unseren normalen Vlogs kommen, die jeden Samstag kommen. Das sind dann Sonderfolgen, die immer sonntags kommen und auch nicht jeden Sonntag. Da wird auch immer dann eine Premiere sein, damit der jetzt nicht immer sonntags und sonst hier reinschaut. Das sind soweit die Ziele für nächstes Jahr und was halt noch so spontan rauskommt. So Leute, jetzt sind wir auch mit dem Real Talk mal durch. Wir haben uns jetzt genug zugetextet. Wie versprochen haben wir für euch noch am Schluss das Best of der OOC-Gruppe. Also viel Spaß und schaut's euch an. Jo Leute, Auto Otter hier und wir sind heute im Bikepark Werfelden und hier geht's heute. Verdammt, was soll das? So ihr lieben Strolche. Ach Gott, was ein Fail. Der war scheiße, der war echt. Ja, der kannst du eigentlich gar nichts. Holy moly. Lebe ich noch? Ich hätte jetzt hier ein bisschen Action erwartet, also richtig pumpen. Also das hier ist wirklich nichts. So wird das nichts hier mit der Karriere. Hey Leute! Muffensause. Muffensause. Yo Leute, Outdoor-Otter. Was soll denn der Scheiß jetzt? Wie was? Stößt du YouTube-Star oder was? Na klar. Ich hab jetzt langsam keinen Bock mehr auf dich, Alter! Warum? Das ist mein Kanal! Mein Kanal, Alter! Das Feedback unter den letzten Videos, Kommentare. Jetzt wird's. Alter, du kannst wirklich. Lauf jetzt noch. Ja. Nee, du kannst wirklich gar nicht. Ich bin immer professionell wirken im Internet, Alter, mit dir. Das ist der Scheiße, Alter. So, Marco Voltage hier. Wir wollen beide gesund heimkommen. Oh.
wenn ihr hier ein Tutorial erwartet, schaltet sofort aus. Denkst du, ich mach jetzt selbst Intro nur, weil ich verletzt bin oder was? Hä? Na, meine Kugel, Alter, du Arschloch. Oh Mann. Hä? Hey, jedes Mal, wenn ich das Intro mache, du hast voll die Stadion und die Penner. Schnellschiff, genau, ich kann. Cannabis, jetzt Cannabis mit deinen Fressen. Cannabis. Hey, Kevin! Hey, komm raus! Wir sind doch im Abort! Egal! Dann wisch da schnell die Bobbes ab und komm raus! Was ist dann, Alter? Moin, Leute. Otto hier. Ich hab dich verarscht, Alter. Da war's ein Kaschbein! Ich hab den Jockel, Alter! Drei. Alter, ich fahr keinen Meter mehr hier. Gar nicht. So schön ruhig, wenn der Josch nicht dabei ist. Scheiße. Was machst du jetzt hier? Servus, Mörder. Ich hab euch endlich gefunden. Sí, hola, buenas tardes. Soy Eric, der Auto Otter Crew. Hemos venido aquí a Bad Ems. He venido con Kevin y Josch. Wir sind hier.